Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Mafia 3. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt hier irgendwo in der Pampa unterwegs. Ich weiß jetzt selber gar nicht genau, was Ich die hätte dir Karte wohl hier doch spricht. Handschuhe mitgeben sollen. Wir sind hier irgendwo in dem Bayou Phantom unterwegs, weil wir als letztes die persönliche Geschichte von Donovan gelöst haben. Und uns hier mit einem Aldrich angelegt haben, der mit einer Atombombe hier falsches Spiel treiben wollte. So, jetzt sind natürlich hier noch ein paar Sachen offen. Und ein paar Bezirke zu, ja, zu bereinigen, in Besitz zu nehmen. Und das werden wir uns jetzt als nächstes mal anschauen. Wir haben hier oben Frisco Fields mit der Southern Union. Donovan hat einen Gefallen bei einer Freundin eingelöst, die dein Interesse an Frisco Fields teilt. Und da können wir eigentlich mal hier mit dem Donovan weitermachen, beziehungsweise mit Jackie Grimaldi reden. Und ja, schauen wir uns den Spaß doch hier mal an und fahren da mal rauf. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. So. Dann holen wir uns erstmal ein Auto. Jetzt ist die Frage, was haben wir da? Ach ja, der Lasseter Nightcrawler. Den haben wir hier noch. Und den Deleo Stiletto. Nutzfahrzeuge. Ich bin im Bayou und brauche was zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ach, da ist er ja schon. Sehr schön. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Dear listener, this is your good friend Remy Duval. Remind y'all to tune in to Native Son. Native Son! From WBYU 620. So, dann schauen wir mal, ob wir da sauber oben ankommen. Oder ob ich auch wieder mal nicht ordentlich fahren kann. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte hier mal in den Optionen gucken. Haben wir irgendwo Audio? Lautstärke, Musik, genau. Die ist aber schon voll aufgedreht. Okay. Ist nichts weiter mehr einzustellen. Okay, gut, dann soll es so sein. Irgendwie ist hier in dem. Wo bin ich denn jetzt hier unterwegs? Irgendwie ist das auffällig. Ich. In South Downs. Ach so. Das habe ich noch nicht in Besitz genommen und da führt mich auch die Geschichte noch hin. Es fällt nur auf, dass hier extrem viele Gegner dort noch unterwegs sind. Deswegen habe ich jetzt gerade gestutzt, überall rote Punkte. Aber das kommt dann noch. Dann soll es mir recht sein. Nicht.
Time. Wächter ist gesperrt. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Theoretisch müsste ich doch da durchbrechen können. Geht auch. Okay. Und wo führt das jetzt hin? Ja, ja. Hallo? Ach, das würde rausführen zum Flughafen. Deswegen ist es gesperrt. Okay, sehr interessant. Ob das später noch eine Rolle spielt, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Gut. Das heißt, wir lassen uns hier auf ein komplett neues Abenteuer ein. Ach, da ist schon die Parkposition. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Das da drüben scheint eine Polizeistation zu sein. Ich glaube, da war ich auch schon mal. Na egal. Ich glaube, Sie suchen mich. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine da mit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat's eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt Geld zu verlieren, will er wissen warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Die Southern Union verhökert rassistische Pamphlete und Utensilien, um schnell Geld zu verdienen. Zerstöre alles, was du in dieser Art finden kannst, um eine Einnahmequelle zu zerstören. Okay. Dann hätte ich fast gesagt, fangen wir doch hier mal an. Finde heraus, was zur Hölle die Southern Union in Frisco Fields vorhat. So, verbleibender Schaden, 1 Million, wenn ich das richtig sehe. Und dann die Brüder der Southern Union befragen. Chester holt so viel Geld nach Frisco rein, dass er sich einen eigenen Pfarrer namens Bruder Simon zugelegt hat, der in seiner Kirche Chesters Geld wäscht.
Okay. Zur Nachtcrew ein. Weil du es dir noch nicht verdient hast. Ich kann unbedingt sterben. Nee, will ich nicht. Kommst du mich jetzt heimsuchen? Sich mit mir anzulegen ist nicht besonders clever, Kumpel. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da könnten wir mal Folgendes ausprobieren. Geht nicht. Geht nicht. Und ihr alle, hört euch. Das gefällt mir nicht. Hier ist jemand gestorben, verflixt doch mal. Hilfe, sofort! Ich verzieh mich. Ich suche mir Deckung. Feuer frei. Okay, ich bin raus. Wir müssen weg hier. Ich glaube. Wie verdient Chester Moreau sein Geld? Mr. Moreau lässt einige unserer anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang.
Scheiße, was war das? Irgendwie ging das fast zu einfach. Geht nicht. So. Nummer 1 erledigt. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Bevorzugte sterben langsam. Finde heraus, was zur Hölle die Southern Union. Ja, okay. Erledige Vollstrecker der Southern Union. Onkel James, Onkel Bartholomew. Dieses kranke Schwein fährt durch Frisco und sucht nach Farbigen, die er verprügeln kann. Okay. Sehr freundlich. Was haben wir noch? Überfalle Versammlungen der Southern Union. Ah. Southern Union Residenz. Die Eversons bestechen die Cops, damit sie der Southern Union wohlgesonnen sind. Okay. Was haben wir hier? Vorräte der Southern Union zerstören. Ach, das sind die Verteilerkästen. Moment. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu so einem Verteilerkasten hier. Er hat so ein neumodisches Dings, das ihm die Garage von alleine öffnet. Du drückst bloß auf den Knopf und das war's. Mann, was für ein Fahrstil. Ich hab's echt verlernt. Super. Das war zu leichtsinnig, eindeutig. Scheiße. Na gut. Jetzt bin ich wieder da oben. Wieso bin ich jetzt da oben? So, auf zu dem Verteilerkasten hier.
Okay, das heißt, ich muss erst mal wieder diese Sicherungen einsammeln. Ach, Schande. Und die Sicherungen brennen gleich bei mir durch, wenn es so weitergeht. Also. Lassen wollen und rumrennen, wie Gott sie erschaffen hat, lassen sie doch. Die tun nichts und niemandem weh. Wie sich manche von diesen Jugendlichen heute anziehen. Naja, was soll's. Wenn sie die Haare bis zu den Füßen runterwachsen lassen wollen und rumrennen, wie Gott sie erschaffen hat, lassen sie doch. Naja, was soll's. Wenn sie die Haare bis zu den Füßen runterwachsen lassen wollen. Oh!
sieht das aus? Er sein Auto. Haben beide noch gewonnen, finde ich. Okay. Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. So sind sie eben. Ich verzichte doch deshalb nicht auf einen regelmäßigen Verkaufsscheiß. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß, dass du schätzt. Sie hatte nicht den Hauch einer Chance. Lauf weg! Ich rufe die Bullen! Lauf! Wie geht's? Lauf weg! Oh Gott! Ist jetzt da mal Ruhe. Ich will keine Bullen. Wen interessieren die Bullen? Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Gut. Juhu! Und nochmal von vorne. Ich hab's fast befürchtet. Oh.
So kann man das natürlich auch lösen. Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Einmal Auto, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Die Cops da sind, bin ich normalerweise aus dem Suchradius verschwunden. Verdammt, wir müssen diesen Arsch finden! Das war jetzt so nicht wirklich geplant. Eigentlich wollte ich mir bloß die Sicherung holen. Das heißt, die sind da unten.
Versöhnchen. Ich mach nur meinen Job. Meinen Traumjob. Ich muss nach... Okay. Nebenher mal einfach hier noch ein Geschäft zum Platzen gebracht. Obwohl es überhaupt nicht auf der Liste stand. Aber das ist okay. Habe ich jetzt überhaupt kein Problem damit. So, dann noch hier die Sicherung mit einsacken. Dann ist jetzt die Frage, wo ist der nächste Sicherungskasten? Dann nehmen wir uns mal den hier vor. Moment, irgendwie hat er das Ziel nicht ganz akzeptiert jetzt. Das neue tschechische Parlament hat diese Woche Gesetze zur Abschaffung der Presse- und Versammlungsfreiheit erlassen. Dies setzt einen Schlussstrich unter die jüngsten Reformen der Tschechoslowakei für Demokratie und persönliche Freiheit. Erneut leidet das Volk unter sowjetischer Unterdrückung. Ja, sofort. Vorsicht, Platz da! Was soll denn das, Mann? Also, damit haben wir wieder mal einen Abhörposten aktiviert. Wie schaut jetzt die Karte aus? Genau. Ah, grün sind die Abhörpositionen. Gut, gut. Wie viele habe ich denn jetzt noch? 3 Sicherungen. Eine bräuchte ich noch. Dann könnte ich da oben noch den Abhörkasten einschalten oder hier oder hier. Gut, das muss ich jetzt erstmal verschieben. Wir haben noch was vor. Ich muss jetzt erstmal hier eine kleine Pause machen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch bis hierher gefallen hat. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns dann bei der nächsten Runde Mafia 3 wiedersehen. Und was soll ich sagen? Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Und dass ich hier eine Tankstelle lahmlege, interessiert gerade irgendwie überhaupt keinen. Das ist auch mal interessant. Du rufst niemanden. Gut, und dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Break. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif. Euer Captain. Bis dann.